Eins, zwei, drei. Hallo, hallo meine Lieben. Was war das? Hallo. Nochmal. Hallo, hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt's das lang ersehnte, welche Namen es nicht geworden sind für unseren kleinen Babyjungen. Wir haben auch ehrlich gesagt echt lange gebraucht, bis wir uns keinen Namen entschieden haben. Also der steht noch nicht so lange fest, oder? Nein, und es war eine schwierige Entscheidung. Ja, aber bei uns ist es so, dass ja, wir haben ja schon vier Kinder, wie ihr wisst, und die dürfen natürlich alle mitreden. Wobei die Luisa natürlich nicht so wirklich viel mitredet, aber die anderen natürlich, die sagen, nee, der gefällt uns nicht und das. Ja, und deswegen zeigen wir euch heute die sieben Namen, die es fast geworden wären, aber nicht geworden sind. Deswegen gehen wir die mal durch. Ich habe hier mein Handy, also nicht, dass ihr denkt, wohin schaut sie da? Ich habe mein Handy in der Hand, weil ich habe meine aufgeschrieben. Ja, fangen wir mit dem ersten Namen an. Matthias, den habe ich eigentlich eingebracht als Vorschlag. Aber, also weil Matthias heißt der Taufpate des Kindes. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, Matthias wäre eigentlich ganz nett. Aber da haben die Kinder rebelliert, weil die Michelle hat da so, ja, jemanden, den sie kennt und nicht so mag, der ja. Matthias heißt. Er hat gesagt, um Gottes Willen, bitte nicht Matthias, bitte nicht Matthias. Und dann habe ich gesagt, okay. Man sagt ja diesen Spruch, erst wenn man einen Namen aussuchen muss, merkt man erst, wie viele Leute man vielleicht nicht so mag oder nicht so sympathisch findet. Und deswegen wurde es leider kein kleiner Matthias für uns. Magst du den zweiten sagen? Der zweite Name, also der zweite Name war Johann. Also Johann. Ich finde den Namen eigentlich schön, nur... Also Johann muss man zur Erklärung sagen, dass er Papa Johann heißt. Das ist Johann auf Rumänisch. Genau. Und ich finde den Namen eigentlich auch wunderschön. Er würde auch gut zu unserem Nachnamen passen, weil das ist ja etwas, was man sich bei Jungs ja halt auch überlegt, dass er zum Nachnamen passt. Ja. Aber... Erzähl, warum ist er nicht der Johann geworden? Nein, weil die Kinder gesagt haben, vor allem der Pate gesagt hat, dass ja, der Name altmodisch ist und wer nennt noch heutzutage das Kind Johann? Ja, das sagt die Kinder. Weil es ein altmodischer Name ist. Aber ich finde es, also aus meiner Sicht ist es nicht altmodisch, ich finde den Namen ganz normal. Weil es dein Name ist. Ja, abgesehen davon, ja, aber es klingt so, ich weiß nicht, edel. Ich finde es ja auch cool, also ich finde es ein schöner Name, aber... Da haben mehrere Leute halt auch gesagt, also nicht nur die Kinder, zum Beispiel mein Vater, der hat auch gesagt, wollt ihr wirklich so einen altmodischen Namen oder die Taufpatin. Die wissen nicht, was schön ist. Unsere beste Freundin, also die Taufpatin des Kindes, hat auch gesagt, schon ein altmodischer Name, oder? Ja, das stimmt schon, man hört immer seltener den ja, Namen. Ja, man hört ihn immer seltener, deswegen ist es sehr nicht geworden. Also kein kleiner Johann für uns. Schade. So, der dritte Name, machst du den? Ja, den kann ich. War das deine Idee, oder? Eigentlich. Doch. Nein. Doch, der dritte Name ist von dir, der vierte Name ist von mir. Na, der war von mir. Ja, okay, aber der war auch von dir, das weiß ich ganz genau. Michel. Von Michelle, okay. Ja. Also der dritte Name, der es nicht geworden ist, Lukas. Also ein wirklich wunderschöner Name. Der stand bis zum Schluss noch auf den zweiten Platz. Also wirklich, da haben wir die ganze Zeit hin und her gedacht. Lukas, nee. Der Name, nein, Lukas. Und dann haben wir immer hin und her geswitcht. Michelle hatte diesen... Den Namen ausgesucht, ja. Der Papa hat gesagt, also ich kann mir jetzt immer so gut dran erinnern, aber wenn es der Papa sagt. Und Lukas ist es leider jetzt doch nicht geworden. Aber wie gesagt, Lukas war ganz, ganz lange im Rennen. Ich glaube, da hat der Vater schon gesagt, nein, Lukas, ja. Ja, ich weiß nicht, aber es ist ein wunderschöner Name, Lukas. Ich finde es so... Ich auch. So, ja, so normale Namen, einfach so. Auch modern, man hört ja auch ja, genau, modern. Sehr oft den Namen, ja. Aber wisst ihr, was auch noch dagegen gesprochen hat? Also für uns zumindest, also bei mir in meinem Kopf, weil ich mir gedacht habe, die letzten drei Kinder heißen dann alle mit L. Also Lara, Luisa, Lukas, wobei es eigentlich auch wurscht ist. Es reimt sich. Deswegen kein kleiner Lukas, ja. Den vierten Namen, den habe eigentlich, glaube ich, gesagt, oder? Ich weiß nicht. Mir wurscht. Weiß nicht mehr, oder die Kinder, oder, ja. Auf jeden Fall Sebastian. Sebastian, finde ich, ist auch so ein schöner Name für einen kleinen Jungen, aber... Das stimmt. Aber, ja, die Kinder waren so semi-begeistert, vor allem... Sebastian ist so ein weicher Name, oder? So ein weicher, findest du? Nicht weicher. Das klingt so weich irgendwie. Nicht so wie Johann. Johann. Ja, Johann klingt so männlich. Ja, Sebastian ist so mittelmäßig. Nein, also ich glaube, bei Sebastian war das Kontra, weil bei uns im Ort wohnen schon sehr viele Sebastians.
Die Michelle hat auch, glaube ich, 2 Sebastians in der Klasse und so weiter. Deswegen wollte sie nicht so wirklich die Kinder so... Also ein eigenes Sebastian zu Hause haben. Genau. Er gibt schon so oft den Namen. Aber ich finde, ja. Sebastian ist auch wirklich so ein ganz normal... Ich finde, Namen müssen auch zu kleinen Kindern passen, aber auch zu erwachsenen Männern. Ne? Deswegen, Sebastian ist ein cooler Name für einen Mann. Ja. Deswegen, oh, schade. Aber kein Sebastian. Der 5. Name war der Benjamin. Nein, Benjamin, sagt man. Okay. Benjamin. Ja, gerne. Also, der 5. Name war Benjamin. Weiß gar nicht mehr. Wieso ist der Benjamin nicht weitergekommen? Ja. Wir haben kein Foto von ihm gehabt, er ist nie weitergekommen. Wir haben leider kein Foto für dich. Nein, ich weiß gar nicht mehr, Benjamin, ja, das war so... Ist aber auch ein schöner Name, oder? Schöner Name, aber er ist, ja, die Kinder haben ihn, glaube ich, schnell weggegeben. Really, Digga? Benjamin? Ja, die Kinder waren so richtig hart. Die haben gleich alle Ideen meistens sehr schnell abgeschmettert. Also die Kinder Benjamin, in der Jury zu haben, ist nicht so einfach. Ja, Benjamin Blümchen kommen die dann mit einem sowas. Und verarschen, die ist das. Ja, vor allem der Patrick, der hat sich immer so Sorgen gemacht, boah, der Name muss so gut klingen, dass er nicht irgendwie sich irgendwer über ihn lustig machen kann. Natürlich muss man auch immer beachten, dass es ja, so ein komischer Name ist. Ja, Benjamin. Aber ist ein schöner Name. Aber er stand nicht lange zur Debatte. Kennst du jemanden, der Benjamin heißt? Ich hatte... In meiner Volksschulzeit hatte ich jemanden, der Benjamin hieß. Also, ich hatte eine Freundin und dessen Bruder hieß Benjamin. Sonst kenne ich nicht so viele Benjamin. Ich kenne auch nicht Benjamin. Aber die Michelle hatte 2 Benjamins in ihrer Kindergarten, glaube ich, sind Benjamin, oder? Benjamin. Aus dem Ort kenne ich 2. Die Michelle hatte 2 in der Klasse. Okay. Und die werden dann eh meistens Benny oder Benno oder so genannt. Ah, okay. Ist eine Abkürzung. Genau. Aber ja. Ist der nächste Name, den hast du aber bei sich überlegt. Ja. Also der nächste Name... Das ist jetzt schon der 6. Der 6. ist das? Ja. Okay, der 6. Name, den wir ausgesucht haben, oder ich... Der es nicht geworden ist. Der es nicht geworden ist, ist der Konstantin. Ja, Konstantin. Aber Konstantin ist schon ein cooler Name. Ist wirklich ein cooler Name. Also die Michelle hat ja einen Freund, der mit dem ist sie in den Kindergarten gegangen, in der Volksschule, und der heißt ja auch Konstantin. Deswegen wollte die Michelle nicht, oder? Ich glaube, ja... Nein, ich glaube, alle wollten das nicht. Nein, nicht Konstantin. Weil wenn sie die Kinder schon ein Bild zu einem Namen haben, also so ein... Ja, ja. Ist ja nicht so, dass die Michelle mag ja den Konstantin, aber sie wollte nicht, dass er ihr Bruder quasi wie der Konstantin heißt. Ja, weil sie versteht sich eigentlich mit Konstantin sehr gut. Also ja, genau. So ein guter Freund. Die haben schon, glaube ich, sogar Videos zusammen gedreht, genau, oder? Genau, ja. Für ihren Kanal. Aber sie wollte trotzdem nicht, dass ihr Bruder als... Also, ja. Gleich wie Konstantin heißt. Genau, es ist dann immer so ein bisschen, ja, komisch. Ja. Und der Barty wollte es auch nicht und die Lara, nein! Ja, keine Ahnung, ist halt so. Und der letzte Name, den hat der Papa ausgesucht. Also eigentlich, du hast eh die meisten Beispiele eingebracht. Ach so? Ja, ja. Michael. Der Michael ist auch ein wunderschöner Name. Also Michael, der hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen als Hauptname, weil der Papa heißt ja eigentlich Johann Michael. Und das ist sein Zweitname. Und die Luisa heißt ja schon mit Zweitnamen Michaela. Bei uns haben ja alle Kinder einen Zweitnamen. Ja. Und die Luisa heißt schon wie Papa Michael. Also Luisa Michaela heißt sie. Ja. Aber so als Hauptname würde mir es nicht gefallen. Michael. Das fand ich jetzt ein bisschen zu... Na, das zweite Vorname. Das finde ich, ist ein weicher Name. Michi. Ein weicher, aber das passt zu Johann. Johann Michael. Ja, ich finde das Zweitnamen Michael halt, hätte ich cool gefunden, aber wir können nicht den Kindern denselben Zweitnamen geben. Ja, das geht ja gar nicht. Und deswegen ist es der Michael nicht geworden. Ja, und mehr Ideen haben wir auch gar nicht gehabt. Also natürlich, auf der 8. Position steht dann der Name, der es dann tatsächlich geworden ist oder für den wir uns entschieden haben. Und den werdet ihr natürlich dann bei der Geburt erfahren, also im Geburtsvideo. Wenn wir das dann mitvloggen. Und ja, also seid gespannt. Das Baby hat natürlich auch 2 Namen, wie alle anderen Kinder. Ich kann sie mal aufzählen, weil diese Frage kriegen wir immer voll oft, wie die Kinder heißen. Also der Patrick heißt Patrick George, oder? So ja. Sprechen wir das aus, George. Das ist der Name von seinem Bruder, weil das ist der Taufpate von Patrick. Also bei uns ist das so ein Brauch eigentlich, mehr oder weniger, dass der Taufpate so... den Namen, also entweder den Namen weitergibt oder
ihn aussucht, so ja. irgendwie. Die Michelle heißt Michelle Elena und das ist der auch der Name von der Taufpatin. Dann gibt es die Lara Maria, der ist abgewandelt von meiner besten Freundin Marina, weil die heißt Marina. Und Maria haben wir dann so abgewandelt, weil Marina uns jetzt nicht so gut gefallen hat als Zweitname. Ich hoffe, dass ich meine, ist nicht böse. Wir lieben dich, Marina. Name ist ganz schön. Er ist ja schön, aber wir wollten halt. Und Maria ist ein wunderschöner Name. Also ja. Würde ich mir auch Maria. Das ist ein schöner Name. Würde mir, glaube ich, als ersten Name auch nicht gefallen. Wäre mir auch zu altmodisch, aber wie gesagt, Zweitname. Ja, oder? Ja, wir sparen schon so, wie wir gemacht haben. Finde ich auch. Als zweite Vorname. Und Luisa heißt Luisa Michaela, wie ja. der Papa. Das haben wir dann, weil die Marina, also unsere Freundin, die hat ja dann alle getauft. Also die Lara und die Luisa und wird dann auch dieses Baby dann taufen. Deswegen haben wir das dann so zusammen entschieden. So, meine Lieben, das war schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wir würden uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt uns gerne Namen in die Kommentare, die ihr cool finden würdet. Vielleicht, na, lassen wir uns nochmal inspirieren, aber ich glaube eher nicht. Aber lasst uns gerne eure Namensvorschläge unten in die Kommentare wissen. Wissen? War das Deutsch? Lesen. Lesen, ja. Vielleicht auch als Inspiration für andere Mamas und Papas, die gerade noch auf der Suche nach dem perfekten Namen sind für ihre Babys. Und Zusatzinfo, Mädchennamen haben wir uns nicht überlegt. Weil wir warten immer, bis wir das Geschlecht wissen. Genau. Mit allen Kindern so. Weil das ist sowieso so schwierig. Und dann aber dann machst du Gedanken, dann findet man einen Mädchenname, der ganz schön ist und sagt, oh, das ist ein Junge, boah, der Name war so schön. Deswegen dieses haben wir uns sofort genau. abgeschafft. Gleich direkt. Stress erspart und. Genau. Also keine Mädchennamen. Nicht mal überlegt welche. Deswegen gibt es dazu auch kein Video. Na gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.